Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pure Arc. Ich bin auf der Suche nach einem männlichen Pteranodon von einem Level von mindestens 100. Dieser hat 100. Ich will natürlich wissen, ob ich hier nicht vielleicht nochmal irgendwo was Besseres kriegen kann. Kann man sich ja merken, wo der ist, hier im Redwood oder am Rand vom Redwood. Im Prinzip genau da, wo wir die hier auch schon her haben. Hier gibt es ja meistens ziemlich viele, wobei ich finde, dass hier in letzter Zeit nicht mehr so wahnsinnig viele Pteranodons unterwegs sind. Der sieht sogar fast genauso aus wie unserer. Guckt euch das mal an. Also orange, braun, rot. Wo willst du denn hin? Und die hellgrünen Flügel, das kann man sich ja schon mal merken. Ich kann noch den Baryonyx, muss ich noch einmal kehren, deswegen will ich jetzt erstmal nur ein bisschen gucken, ob ich hier schon mal was sehe. Ja, den 100er kann man schon mal merken, da hinten ist ein Alpha-Kano. Und vielleicht finden wir ja noch was Besseres. Wie gesagt, es sollte ein Männchen sein und es sollte nach Möglichkeit über 100 sein. Also 100 ist das Minimum. 8, ja, nee, der scheidet schon völlig aus. Und ja, ich muss ungefähr in einer Viertelstunde oder so wieder zurück und den Baryonyx noch einmal kehren. Und dann ist der auch durch. Dann können wir uns dem hier widmen. Nein, 12. Und da drüben, ja, ich sage ja, hier gibt es eigentlich immer ganz gut welche. Haben wir da 16 und hier oben war doch noch irgendwo einer. Da. Du? 12. Na, das kann ja ein bisschen dauern, ehe man da was Gutes gefunden hat. So, ich bin nochmal zurückgekommen. Relativ rechtzeitig. Es wird aber trotzdem verdammt knapp. Also ich kann echt nur hoffen, dass es Streicheln ist. Es geht nämlich am schnellsten. Wie ihr seht, ich habe nur noch 1,5%, ja, und 20 Sekunden Zeit zum Imprinten. Und wenn die erwachsen ist, dann würde ich auf jeden Fall mit der auch nochmal ein Ei produzieren. Das werde ich jetzt allerdings nicht sofort ausbrüten. Jetzt haben wir irgendwie in letzter Zeit wirklich eine ganze Menge ausgebrütet. Das reicht dann auch irgendwann mal. Und dann setze ich auf jeden Fall die Suche nach einem Pteranodon weiter fort. Allerdings habe ich jetzt noch nichts Besseres gefunden. Ja! Wuhu! Bei 98,9% und voll imprintet, ne? Sehr, sehr gut. Das heißt, die haben wir jetzt gleich fertig. Dann werde ich nochmal ein Ei mit der befruchten und dann, ja, je nachdem, was dann da halt rauskommt, ne, dann habe ich auf jeden Fall schon mal mindestens 3 Baryonyxe, die ich mitnehmen kann, mindestens ein Schwein, das ich mitnehmen kann. Und das Mama-Schwein, das kann schon in 2 Stunden wieder, ne, 2 und nicht mal ganz ein Viertel. Das heißt, da werde ich auf jeden Fall auch nochmal ein Schwein produzieren. Das heißt, ich kann 2 Schweine mitnehmen und momentan 3 Baryonyx kann ich ja jetzt schon mitnehmen. Werde ich nochmal eins produzieren, dann kann ich 4 mitnehmen. Habe ich insgesamt 6 Tiere, die ich mit in den leichten Brutmutterkampf nehmen kann. Und ja, vielleicht finden wir ja nochmal relativ bald einen männlichen Terizino, weil dann würde ich gerne noch ja, ein Terizino aufwachsen lassen. Und in der Hoffnung, ja, dass ich dann, also zumindest vielleicht die Wolverina oder dann den Vater oder das Kind, je nachdem, was da eben rauskommt, was am schlechtesten ist, nochmal mitnehmen kann. So, jetzt müsstest du doch aber fertig sein hier. Komm, 98,9. Ja, doch, ist mal wieder stehen geblieben. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder bei der Jagd nach dem Pteranodon. Tja, es sieht wohl so aus, als gibt es nichts Besseres als diesen 100er hier, ja, den wir schon ganz am Anfang gesehen haben. Inzwischen sind 3 oder 4 Ingame-Tage vorbei. Und ja, ich habe nichts anderes, nichts Besseres gefunden. Also die meisten sind einfach tatsächlich gerade mal so bis Level 20. Und alle anderen, naja. Also ganz selten mal irgendwie sowas wie im 40er oder 60er Bereich, also gerade mal die Hälfte. So, jetzt müssen wir natürlich wieder darauf warten, dass der hier mal irgendwo zu Boden geht. Ja, schade. Ich dachte, er kommt vielleicht eher auf die andere Seite. Redwood ist ja nun nicht gerade meine Lieblingsregion, was das Zähmen angeht. Es ist einfach viel zu gefährlich da drin. Also ich habe jetzt auch nur im Redwood und im Schneebiom nicht genauer nachgeguckt. Ja, also ich bin jetzt nur hier am Rand drumherum geflogen, aber nicht wirklich rein. Weil ich gehofft habe, dass wir vielleicht außerhalb was finden, was besser ist. Hm. So, von mir aus kannst du gerne landen. Ja, das sieht gut aus. Nein, doch nicht. Aber er ist schon mal ein ganzes Stück weiter nach unten gekommen. Naja, Geduld. Sieht gut aus, sieht gut aus. Landen bitte. Guck, ich mach dir das vor. So geht das. Hm. Lande doch. Ist die ganze Nacht durchgeflogen, hat sich nicht einmal hingesetzt. Irgendwann muss man doch mal müde werden. Nein, flieg nicht weiter rein, bitte. Das kann nur schlimmer werden für uns beide. Ja.
Jetzt ist er gelandet, aber natürlich ist hier ein Terrorvogel. Das war ja klar. Den müssen wir ausschalten. So. Sitzt er noch? Er sitzt noch. Bola. Zack. 7. Ab in die Birne. 1. Ich weiß nicht mehr. Was? 1? Okay. Das ging schneller als gedacht. So. Und so. Ah. So. Das war ja, das ging ja jetzt wirklich flott. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Okay, so. Futter ist, glaube ich, schon drin. Ja. Narcotics packe ich immer die Hälfte rein. Der wird nicht viel brauchen. Also angeblich brauchen 120er bei einfachen Einstellungen 11 Stück. Deswegen habe ich die mitgenommen, weil ich dachte, naja, maximal einen 120er können wir finden. Was anderes, was besseres gibt es ja gar nicht. Und da der ja hier nun mal... was gefressen? Nee. Da ich ja hier diese Singleplay-Einstellung habe, wollte ich sowieso mal gucken, inwiefern der jetzt weniger frisst. Also das kann ich ja dann mal gucken, wie viele gefressen hat, und das gebe ich dann mal in diesen Taming-Calculator ein. Und dann werden wir ja sehen, mit wie viel der sich hier hat abspeisen lassen. Und weil ich nämlich bis jetzt immer noch nicht genau weiß, wie viel mal mehr man hier auf Zähmen bekommt, wenn man sagt, man spielt im Singleplay. Weil die Einstellungen sind definitiv geändert, ohne dass ich jetzt was geändert hätte. So, wie sieht's aus? Immer noch nicht, ne? Pack mal da Futter rein. Nee, das dauert noch ein bisschen. Ah, sehr gut. So weit, so gut, würde ich sagen. Sehr schön. Okay, er hat einmal gefressen und 27,8%. Das heißt also, dass er nur höchstens... Er braucht nur 4 Dinger. Das ist ja super cool. Ich gebe dem jetzt mal hiervon eins. So, und den Rest nehmen wir hier schon mal raus. Dann hat er noch 5. Ja, eigentlich braucht er jetzt ja nur noch 3. Kann er gerne behalten, den Rest. So, was kriegt er oben drauf? 49 Level kriegt er dazu. Ja, 149. Ich weiß gar nicht mal, was die Kalypso war, als wir die fertig hatten. Keine Ahnung. Werde ich dann gleich nochmal nachgucken. Und ich habe mir schon überlegt, also ich bräuchte, glaube ich, irgendwie noch sowas wie ein Ankylo. Den würde ich gerne in der Nähe vom Vulkan zähmen, weil ich würde den nämlich gerne da oben lassen und da irgendwie nochmal 2 Schmelzen hinbauen oder so. Schnecke. 2 Schmelzen, also auf eine Foundation und irgendwie einen... Ja, sag mal, die verfolgt mich total. Ein Mörser und so. Ja, und dann würde ich da oben den Ankylo lassen. Und ja, ansonsten können wir, würde ich auf jeden Fall nochmal ein befruchtetes Ei von denen hier machen. Das müssen wir jetzt, ja, ich glaube, den, weiß ich nicht, vielleicht brüte ich den auch aus. Der, wenn ich den imprintet kriege, dann ist der ja wahrscheinlich auch nochmal gleich besser mit Ausdauer und so. Ansonsten ist das nächste, was wir brauchen, ein Tirizino-Männchen in einem hohen Level. Denn ich würde schon gerne auch zu der leichten Brutmutter mindestens ein Tirizino mitnehmen. Da würde ich mich einfach wohler fühlen. Ja. Also 6 Baryonyx, 2 Schweine, ein Tirizino. Ja. Ne, nicht 6 Baryonyx. 4 Baryonyx, 2 Schweine sind insgesamt 6, genau. Und ein Tirizino macht 7 Tiere. Maximal kann man ja 10 mitnehmen. Los, mach hinne! Kairon, so wird der heißen. Ja, das ist immer mein Terranodon-Pärchen. Kairon und Kalypso. Warum, weiß ich nicht. Keine Ahnung, hat sich irgendwie so eingebürgert. Es war gleich der erste Terranodon, den ich benannt habe, der hieß Kairon. Dann dachte ich, okay, dann soll das Weibchen auch irgendwie mit CA anfangen. K, und dann dachte ich, naja, Kalypso vielleicht. Und Kairon, das ist ja eine Figur aus der unendlichen Geschichte. Eigentlich ist es ein Centaur, also ein Pferd, ein halb Pferd, halb Mensch. Und Kalypso ist ja irgendwie eine Art Meeresgöttin. Also zumindest beim Fluch der Karibik gibt es die da ja. Hat eigentlich auch nichts mit dem Vogel zu tun, aber egal. Ja, wir haben es bald geschafft. Der braucht jetzt noch eine einmal fressen und der muss, glaube ich, noch, wie viel waren das? Das muss auf 3280 sinken, also noch um 15 insgesamt. Ich glaube, das können wir ihm schon mal rausnehmen. Den einen Kibbel, den hat er ja noch.
Und wir werden hier auf jeden Fall dieses Mal unsere Barrikaden abbrechen, ja. Wir haben ja beim Baryonyx haben wir ja den Käfig stehen gelassen, weil das eine Region ist, da spawnen öfter mal Baryonyx und ja, ich den dann da abreiße und eine Woche später spawnt da irgendwie ein 120er oder sowas und ich den dann wieder aufbauen muss. Dann habe ich gedacht, ich lasse ihn doch einfach gleich da stehen. So, die ist voll die Verfolgerschnecke hier. Die ist auch hier einfach über die Barrikade drüber geglitscht. Einfach mal so. Ah ja, um zwei muss es noch weggehen. Okay, dann können wir, glaube ich, das hier schon mal abreißen. Wahrscheinlich kommt genau jetzt irgendwas. Aha! Sehr gut. E heißt er. So heißt er natürlich nicht. Optionen, Namen ändern. Kairon. Wunderschön. Ja, wie gesagt, wir reißen hier nochmal den anderen Kram ab, ja? Wir wollen hier uns keine Spawns oder sonst was blockieren. So. Ich gucke mir jetzt auch keine anderen Terranodons mehr an. Wahrscheinlich ist der nächste, den ich mir angucke, ein 120er-Männchen oder sowas. Und da habe ich keine Lust drauf. Also gucken wir uns keine an. Wie viel ist er denn geworden? 149. Und der hier ist 223. Aber gut, den habe ich auch sehr, sehr viel schon gelevelt. Juhu, jetzt haben wir ein Pärchen. Jetzt könnte die ja durchaus auch mal ein paar mehr Eier legen. Ich habe hier allerdings gerade eins von einem Wilden gefunden. Und noch ein Bronto-Ei. Allerdings konnte ich das nicht aufheben, weil da gerade heiße Kämpfe im Gange waren. Ja, mit Rex und Spino. Das war mir dann doch ein bisschen viel. Okay, jetzt bringe ich den nochmal nach Hause. Dann werde ich die, glaube ich, auch nochmal verpaaren. Und da können wir dann später nochmal dieses Ei ausbrüten. Und das Baryonyx-Ei ausbrüten. Und ich wollte ja noch ein weiteres Schwein gebären lassen. Ja, wir haben noch einiges zu tun. Aber wie gesagt, das nächste wirklich Wichtige ist, einen männlichen Super-Terizino zu besorgen. Ja, und dann irgendwann halt nochmal ein Ankylo. Und wenn mir mal ein wirklich guter Tapejara über den Weg fliegen sollte, dann werde ich den natürlich auch nochmal zähmen, weil ich will ja irgendwann auch mal diesen Tech-Tapejara-Sattel haben. Und ja, dann brauche ich natürlich einen Tapejara dafür, ne? Sonst ist es ja zwecklos. So, da kommen wir hier zu Hause an. Ich habe hier inzwischen mal mein Dach zugemacht, ja. Also es fehlen hier wirklich nur noch unten im Wasser die Wände. Dann ist das Haus soweit auch fertig, wenn auch noch nicht fertig eingerichtet. Theoretisch könnte ich jetzt hier mit dem Petri reinfliegen, ja. Wenn man sich nicht so blöd anstellt wie ich. So, sind jetzt sogar schon beide drin, oder was? Nee. Ha, witzig. So, so ist es natürlich jetzt nicht geplant gewesen, sondern ich wollte eigentlich dabei auf dem Tier bleiben. Egal. Schnappen wir uns mal irgendeinen. Hä, wie ist denn der jetzt dahin gekommen? So, du kannst mal wieder. Die fliegt ja einfach irgendwie durch. Das ist ja verrückt. Okay, schaffen die das hier auch wieder raus? Komm mal mit. Ja! Elegant, elegant. Wunderschön. So, jetzt setze ich euch beide mal hier hin. Zack. Und ich hoffe, der bleibt hier auch sitzen und fliegt jetzt nicht gleich sonst irgendwo wieder hin. Ich muss natürlich auch erst nochmal einen Sattel für den machen. Ja, ein Glück. Ja, wie gesagt, nochmal einen Sattel für den machen, denn momentan habe ich jetzt kein Metall mehr. Ich glaube, die brauchen doch das eine oder andere Stück Metall. Absteigen. Ja, dann werde ich die auf jeden Fall nochmal verpaaren. Dann kriegt er noch einen Sattel und dann werde ich wahrscheinlich das Baryonyx-Ei und das Petri-Ei gleichzeitig ausbrüten, weil das Schwein, das frisst einfach so viel, dass ich das nicht mit anderen Tieren zusammen machen möchte, weil das frisst den anderen immer das Futter weg. Außerdem kann es ja durchaus sein, dass wenn da zwei oder drei Schweine geboren werden, dann habe ich aber richtig Stress an der Backe. So, ich werde jetzt mal die Eier rausschmeißen mit O und den hier auch gleich noch hinterher. Oh, jetzt. Ja, O eben, ne? Jetzt kann ich das Pteranodon-Ei ja gar nicht beobachten, oder? 98, 6, 5. Ja, ich glaube, die gehen dann etwa beide gleich schnell. Was ich sehr, sehr überraschend finde, ist, dass hier der Tirizino, ja, der einzige ist, der ständig Eier legt und der einzige, der keinen Partner hat. Weder die Baryonyxe haben Eier gelegt, da habe ich jetzt zwei Weibchen, noch die Iguanodons. Die ganzen letzten, was weiß ich, 5, 6 Videos, zwei Weibchen, ein Männchen, kein einziges Ei gelegt. Total verrückt. Das
bin ich mal gespannt, ob vielleicht die Pteranodons noch einmal ein Ei legen. Ansonsten werde ich mir vielleicht auch noch mal irgendwie einen kleinen Ophiraptor, der muss ja auch kein hohes Level haben, das ist mir das auch zu anstrengend und zu zähm. Will ich mir noch mal irgendwie einen Ophiraptor holen oder so, dass das hier ein bisschen schneller geht mit den Eiern, ja, weil die paar Tiere, die wir haben, die Eier legen, die können gerne jede Menge Eier legen, damit das möglichst flott geht. Ja, also hier haben wir jetzt noch ein Terizino-Ei. Ich habe hier auf jeden Fall schon mal mindestens eins eingekocht. Ist echt ein Ding. So, dann wollen wir mal wieder nach oben gehen. Ich habe auf jeden Fall noch mal ein bisschen Fleisch besorgt, ein bisschen Fisch besorgt. Ich habe hier, man braucht da gar kein Metall für Pteranodon-Sattel, ja. Deswegen habe ich hier nochmal einen Sattel hergestellt. Der hat grüne Qualität. Der ist also ein bisschen besser als der normale. Und ja, ich muss dann nur nochmal ein bisschen Metall holen, um nochmal einen Deodon-Sattel zu machen. Und vermutlich eben für den neuen Baryonyx, da brauchen wir ja dann ja auch wieder einen Sattel. So, wie weit sind die hier? Ja, das dauert noch ein bisschen. Ja, und ihr legt hier einfach keine Eier hin. Na gut. Ja, der Pteranodon braucht offenbar doch nicht so lange wie der Baryonyx. Der Baryonyx war jetzt gerade noch irgendwie sowas wie 22% und der hier noch 5. Deswegen hebe ich den doch erstmal lieber wieder auf, ja, damit ich... Ach, ich habe ja noch welche im Inventar, gut. Damit ich mir hier nicht in den Platz versperre, wenn es jetzt darum geht, das kleine Tierchen hier aufzuheben. Da bin ich ja mal gespannt, was das jetzt hier für einer wird und ob wir den voll imprinten können, weil dann ist er vermutlich besser als die Eltern. Ich weiß jetzt nicht mal, was die Mutter hatte, da muss ich eben dann nochmal nachgucken. So, da haben wir ihn von den Farben her, würde ich mal sagen, wie die Mutter. Zack, Futter hinein. So, wir haben, also ich kann das jetzt nur danach gehen, was halt der Vater hatte, weil bei der Mutter weiß ich es nicht mehr. Also das ist die Gesundheit auf jeden Fall vom Vater. Das ist aber nicht die Ausdauer vom Vater, das heißt, die wird er von der Mutter haben, was cool ist, denn die hier ist nämlich besser. Futter nicht vergessen. So. Dann haben wir den Sauerstoffwert. Das ist auch nicht der vom Vater, deswegen wird er der von der Mutter sein. Das ist auch der bessere, aber es ist natürlich egal. Dann ist das hier auch nicht der Wert vom Vater, sondern dann wahrscheinlich der von der Mutter und auch der bessere. Dann haben wir die Traglast, ist auch eine die bessere, nicht die vom Vater. Yeah. Der Nahkampfschaden ist 1% nur besser als der Vater, deswegen wahrscheinlich der von der Mutter und die Bewegungsgeschwindigkeit ist gleich. Also der hat auf jeden Fall, bei Leben weiß ich es halt nicht, da müsste ich nochmal gucken, was die Calypso da hatte. Aber mal abgesehen vom Leben sind alle anderen Werte von der Mutter. Ja, und es sind auch auf jeden Fall, weil ich ja die Werte vom Vater nur habe, sind sie auf jeden Fall, alle anderen Werte sind besser als die vom Vater, deswegen werden es wohl die von der Mutter sein. So, dann gucken wir mal kurz hier nach. Also er hat keine Mutationen, ja, Calypso und Kaeron sind die Eltern. Was hat er denn eigentlich für ein Level? 168, ja, das ist gut, weil der Papa, der ist jetzt, glaube ich, 149 gewesen nach dem Zähmen. Ziemlich cool, also definitiv ein besseres Tier, ja. So, jetzt ziehen wir den hier nochmal ein Stück raus. Sieht nämlich mal ganz merkwürdig aus bei den Baby-Pteranodons, die haben so einen Überbiss. Das sieht ein bisschen komisch aus. So, stopp, stehen geblieben. Kann uns ja mal kurz hier angucken. Ich lege mich mal hin. Da seht ihr, dass die obere Schnabelspitze ist deutlich länger als die untere. Ah ja, ist egal. Ja, und ich glaube an sich, also diese, in dem Kamm, da sind ja so gelbe Felder. Ich glaube, die sind vom Vater. Alles andere scheint von der Mutter zu sein. Und es ist selber auch ein Männchen. Okay, so, dann lege ich hier auf jeden Fall nochmal... Ach ja, wir müssen dem ja wieder Futter reintun. Oh, nicht vergessen, nicht vergessen. So ein gutes Tier, ja. Das darf natürlich auf gar keinen Fall hier irgendwie verkommen. So, jetzt lege ich hier nochmal das andere Ei wieder aus. Das dürfte ja nicht mehr so lange dauern. Wie gesagt, zwar irgendwas mit 20%. Na, 20,8. Müsste also auch relativ schnell gehen. Und da habe ich das Futter für auf jeden Fall in der Aria. Glaube ich. Oder im Barty, ich weiß gar nicht mehr. Ah ja, okay. Nicht in der Aria. Was geben wir der denn? Ja, Schaden. So, dann ist es im Barty. Da müssen wir vermutlich nochmal Futter holen gehen. Weil das scheint mir, das reicht nicht. Die blöden Viecher haben nach wie vor nicht ein einziges Ei gelegt. Schändlich, schändlich. So, wie lange braucht er hier? 30 Minuten, bis wir ihn kehren können. Und er hat jetzt, na, 5%. Sehr schön, sehr schön. Okay, das dauert hier noch ein bisschen. So, jetzt ist auch der Baryonyx soweit. Eigentlich brauchen wir uns bei dem die Werte gar nicht angucken, denn die Eltern haben beide exakt die gleichen Werte. Wir sehen schon, ja, es ist farblich
nicht anders. Es ist wieder ein Weibchen, das ist natürlich super. Und ja, von den Werten, wie gesagt, also da dürfte sich eigentlich nichts geändert haben. Da müsste eigentlich genau die gleichen Werte haben wie die Eltern, weil die Eltern beide dieselben Werte haben. Wir hier nochmal reingucken, da hat sich auch nichts getan, außer dass wir jetzt auch eine Mutterlinie haben. Das sind die Eltern der Mutter, die hier bei 2 stehen. Und hier auf der anderen Seite bei der Vaterlinie sind es die Eltern vom Vater, die bei 2 stehen, und die Eltern vom Großvater sozusagen, die bei 3 stehen. Ja. Na cool, dann haben wir da auf jeden Fall auch nochmal ein Weibchen. Das ist natürlich sehr schön. Und da können wir auch gleich nochmal ein bisschen Fisch holen. Und da muss ich sowieso wahrscheinlich gleich nochmal Fisch holen gehen. Okay. So. Ich würde sagen, aber mit der Züchterei hat sich die Sache jetzt für mich erstmal ein bisschen erledigt. Ja, jetzt haben wir so viele... Oh nein, es ist ja... Halt! Vergesse ich immer, dass die einem ja immer folgen. Das verstehe ich auch nicht. Dass die folgen ist okay, aber dass die dann immer auf Wandern noch sein müssen, das finde ich immer blöd. Ich lasse den dieses Mal gleich draußen, weil die Aria, als sie erwachsen wurde, dann steckte die da im Boden fest und ich habe sie nur mit dem Ghost-Befehl wieder rausbekommen. Das war natürlich ein bisschen blöd. So, mach auf. Behalten. Wandern deaktivieren. Hoffentlich stolper ich da nicht drüber, wenn der hier sitzt. Ach, guck. Der Vogel ist inzwischen schon jugendlich. Sehr gut, sehr gut. Zack, packe ich das hier mal weg. Ja, ich tue den Fisch hier lieber nicht rein, denn der Fisch hat einen geringeren Nahrungswert als das Fleisch. Und wenn irgendeines der fleischfressenden Tiere Hunger bekommt, wird er zuerst den Fisch fressen. Und ich habe ja gar nicht so viel Fisch. So. Okay, dann würde ich doch sagen, dass an dieser Stelle auch die Folge schon wieder zu Ende ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verspreche euch, beim nächsten Mal machen wir keine Züchtungen mehr. Vielleicht eine Zähmung, wenn ich einen guten Tirizino finde. Ansonsten müssen wir mal gucken, was wir dann als nächstes machen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir sehr gerne ein Like da lassen oder den Kanal abonnieren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Pure Ark. Bis dann. Ciao, ciao.